Das wünsche ich euch auch. Ich musste mal ausschlafen. Ja, du, Steffi, das kenne ich. Ich musste heute auch ausschlafen. Ich war gestern so müde. Ich bin schon beim Zocken teilweise ein bisschen eingeschlummert. Also, das ging gestern Abend gar nicht. Steffi, paintest du mal früh? Ich weiß es tatsächlich noch nicht, ob ich painte. Also, kann auch sein, dass ich morgen was anderes Kreatives mache. Ich weiß es halt noch gar nicht. Ich muss erst mal gucken, was wir jetzt noch für Bilder haben hier. Was man eventuell in kleineren Streams oder beziehungsweise in den, ja, ich sag mal so von der Anzahl her, in weniger Streams machen könnte. Weil jetzt so ein komplettes Bild so painten, das würde wahrscheinlich ein bisschen, ja, too much sein, weil ich will ja jetzt noch eine Kreativwoche demnächst machen. Deswegen bin ich am Überlegen, ich glaube, ich habe hier noch Teilbilder. Dass ich vielleicht erstmal noch ein Teilbild jetzt mache, die nächsten 2 Wochenenden oder so. Ne? Also, weil wie gesagt, diese Kreativwoche, da will ich dann halt ein etwas größeres Bild machen. Jo, mal schauen, wie wir das machen morgen. Ich muss mal gucken, was ich da jetzt noch habe. Weil einige Bilder mache ich ja oder bereite ich für YouTube vor und einige bereite ich halt für Twitch vor. Ja, deswegen. Würde mich freuen. Also wie gesagt, painten, ja, vielleicht. Kann aber auch sein, dass wir was anderes Kreatives machen. Also das weiß ich halt noch nicht, ne? Muss ich jetzt gucken, was ich nachher für ein Bild noch finde. Weil wie gesagt, ich würde dann eher ein Teilbild jetzt anfangen, weil ein Teilbild ist schneller erledigt und schneller fertig, als wenn ich ein komplettes Vollbild mache, weißt du? Weil wie gesagt, in der Kreativwoche wollte ich ein Projekt machen oder beziehungsweise ein größeres Projekt dann. Wieder ein Vollbild und ja, mal gucken. Weil wir haben, wenn wir jetzt das heute durchbekommen, das Spiel, haben wir nächste Woche nur noch Ghost of Tsushima. Und nächste Woche sollten wir Ghost of Tsushima dann auch wirklich durchspielen können oder durchschaffen. Weil da haben wir jetzt im dritten Akt nicht mehr viel. Und dann kommt das DLC, das ist auch nicht mehr groß, so groß, also ne, vom Spielinhalt. Das schafft man auch in ein paar Streams. Also eigentlich sollten wir nächste Woche dann Ghost of Tsushima durchkriegen. Und dann würde danach die Woche tatsächlich die Kreativwoche schon folgen. Also so praktisch setze ich mir eigentlich den Plan schon zusammen im Kopf. Ja, genau. Siehst du ja dann einfach, wenn ich live bin. Übrigens, ich habe vielleicht auch schon den Grund rausgefunden, Steffi, warum ich dir nicht folgen kann mehr. Ich wurde doch damals mal selber hier Opfer von einer Bot-Attacke. Weißt du noch diesen einen Stream, der ein bisschen länger wie 13 Stunden ging? Da habe ich doch hier diese Bot-Nachrichten bekommen. Mit irgendwelchen Links. Und danach wurde ich doch einen Tag gesperrt. Wo ich doch mit Twitch mich auseinandergesetzt habe, dass ich gesagt habe, ich wurde doch selber Opfer von Bot-Attacken. Dass ich gar nicht diejenige bin, die die Links verschickt hat. So, und seitdem werde ich wohl in einigen Programmen oder Tools als Bot erkannt. So, jetzt müsstest du mal auf deine Liste gehen, wo du halt Profile sperrst oder bannst und müsstest mal gucken, ob ich da automatisch von Twitch gebannt worden bin. Es gibt da wohl so eine Liste. Ja, wie gesagt, das ist halt seitdem diese Bot-Attacke bei mir stattgefunden hat. Seitdem werde ich von einigen Tools oder so, habe ich schon von jemandem gehört, als Bot erkannt. Obwohl ich kein Bot bin. Aber das sind halt Computersysteme, ne? Die laufen auch nicht perfekt. Und wie gesagt, ich habe das Problem jetzt nicht nur bei dir entdeckt, ich habe auch beim anderen Kumpel, der streamt. Da kann ich auch nicht folgen. Ich bin ihnen eigentlich nie entfolgt. Und trotzdem bin ich ihnen irgendwie entfolgt und ich kann ihnen auch nicht wieder zurückfolgen. Das hatte ich neulich jetzt auch beim Kumpel entdeckt. Beim anderen Zockerkumpel. Und wie gesagt, die einzige Erklärung, die wir haben, ist, dass die Tools mich als Bot erkennen und ja, dass es da halt dran liegt. Ja. Ja, genau, mach das mal ganz in Ruhe. Nur ich wollte Bescheid sagen, woran das liegen könnte. Weil wenn ich von dieser Liste runter bin, dann kann es sein, dass ich dir dann wieder folgen kann. Weil dann tauchst du bei mir auch wieder in der Liste auf und dann weiß ich nämlich auch, wann du live gehst wieder, weißt du? So ist das halt immer doof. So muss ich dann immer halt irgendwie gucken,
auf Verdacht, ob du live bist oder nicht. Das ist halt immer ärgerlich, ne? Und man will dich ja dann auch supporten. Und das kann ich ja auch eigentlich nur wirklich dann richtig, wenn ich dir folge und dann halt auch sehe, wann du live gehst. Deswegen einfach mal, wenn du die Ruhe und die Zeit hast, schaust du einfach mal nach und dann guckst du mal. Und ich schaue dann zwischendurch einfach mal nach, ob ich dir dann wieder folgen kann, ne? Genau, oder Petra sagt Bescheid. Warte mal. Weil ich weiß nämlich nicht, was ich machen kann. Da fehlt mir halt auch noch die... MacDirk, was hast du mir da jetzt geschickt? Das ist auf Englisch, damit kann ich jetzt im Stream nichts anfangen. Ja, siehst du, und ich muss diesen Bot-Status wegkriegen. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriegen soll. Ich bin ja kein Bot, weißt du? Aber das Problem ist, wenn Twitch mich als Bot gekennzeichnet hat oder dieser Commander Root mich als Bot gekennzeichnet hat, was soll ich dagegen machen? Das sind wieder Computersysteme, die einfach nicht funktionieren, in meinen Augen. Also Twitch kriegt das einfach nicht gebacken. Twitch ist zu dämlich, ein vernünftiges System zu entwickeln, die wirkliche Bots erkennt und wirkliche Streamer in Ruhe lassen. Und das ist das, was mich halt gerade so an Twitch extrem nervt. Ne, weil die das nicht gebacken kriegen, diese Bot-Angriffe zu verhindern. Haben einen Haufen Kohle, weißt du? Werden von Amazon unterstützt und so eine Sachen und kriegen es nicht gebacken, diese Systeme auf Vordermann zu bringen. Und diejenigen, die darunter leiden, sind in erster Linie die Streamer, weißt du? Und das macht halt keinen Spaß. Aber Hauptsache noch mehr Geld von den Streamern abgreifen, ne? Das kriegen sie dann hin. Aber mal vernünftige Systeme zu schaffen, wo wirkliche Bots erkannt werden, ne? Oder Bot-Angriffe verhindern? Nö. Oh, ich krieg die Krise, ne? Mit dieser Mission. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal gleich was anderes. Ich weiß nicht. Also, das macht mir einfach keinen Spaß gerade mehr mit der Mission hier. Ja, und wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie ich als Bot wieder rauskomme da aus der Liste. Dabei bin ich ja kein Bot, also das ist ja das, was ich meine. Und das nervt mich halt. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich deswegen dahergehend auch was ändern werde. Also wenn das jetzt so weiter funktioniert, also wenn das jetzt so weitergeht, dass ich Leute einfach so automatisch entfolge und nicht mehr folgen kann, obwohl ich das selber noch nicht mal mache, ne? Weil wie gesagt, bei Steffi bin ich ja nicht entfolgt, warum auch? Und bei Lautschma bin ich auch nicht entfolgt. Und trotzdem waren die beiden zum Beispiel plötzlich aus meiner Liste weg. Und das ist ja nicht, das sind ja nicht nur die beiden. Das war ja auch bei das Onkelchen. Ne? Dem bin ich auch nicht entfolgt und der war auch plötzlich aus meiner Liste raus. Und den kann ich auch nicht folgen. So, und das sind so Sachen, wo ich mir einfach sage, das nervt mich halt extrem. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich bald vom Twitch weg, dann ist es halt so. Dann kann mich Twitch kreuzweise, wenn es so weitergeht. Also wenn Twitch das nicht mal gerade gebacken kriegt, dann weiß ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll, um bei Twitch nicht mehr als Bot zu gelten. Wieder mit dem Support zu schreiben, der mir wieder eine Standardantwort gibt, die mir nicht weiterhilft, weißt du, so ungefähr. Wo ich meinen Entbannungsantrag dargestellt habe, den Tag, da haben sie mir ja dann als Antwort auch diese Standardklausel geschickt, von wegen, ja, wie
wollen ja eine gute Community haben und wenn man die Community-Richtlinien nicht erfüllt, wo ich mir gedacht habe, was plänkelt ihr mich mit der Scheiße voll? Ihr sollt euch darum kümmern, dass das funktioniert und mich nicht hier, ja, nerven mit irgendwelchen Geplänkel, ne? Ja, naja, die Streamer, die praktisch jetzt, bei denen ich das Problem habe, die können nichts dafür. Das Problem besteht darin, dass ich als Bot erkannt werde, obwohl ich kein Bot bin. Und wahrscheinlich hat dann dieser Commander Wood oder die Systeme von Twitch mich von einigen Streamern ausgeschlossen, was das Folgen betrifft, weil ich halt als Bot erkannt werde. Das ist das Problem. Und genau diesen Status müsste ich mal langsam wegkriegen. Und wenn Twitch, wie gesagt, das nicht gebacken kriegt und das jetzt weiterhin passiert, bei anderen auch noch, dann werde ich halt Konsequenzen draus ziehen müssen. Dann ist das halt so. Also ich gucke mir das Spiel noch eine Weile an und guck mal, bei welchem Streamer ich noch als Bot erkannt werde und rausgeschmissen werde. Und wenn das jetzt so weitergeht und ich meine Streamer, die ich gerne schaue, die ich gerne unterstütze, weil ich mit denen auch befreundet bin oder mich mit denen gut verstehe, nicht mehr folgen kann und nicht mehr unterstützen kann, richtig, dann bin ich raus. Dann suche ich mir eine andere Plattform und dann war's das, weißt du? Und das ist dann halt auch einfach die Schuld von Twitch dann in dem Sinne. Weil Twitch macht halt in der Richtung halt kaum was. Aber wenn es um Geld abknüpfen geht, dann ist... Oh, schon wieder. Dann ist Twitch schnell da, weißt du? Aber wenn es um Sicherheit geht von Streamern oder von Zuschauern, da ist Twitch dann halt auf einmal nicht mehr da. Da macht Twitch einfach so gut wie gar nichts. Oder wenn sie was machen, dann machen sie es nicht richtig. Also, die haben einen Haufen Kohle, statt dass die Kohle da reinzustecken... dass das sicher wird und dass es eine vernünftige Community wird und die Bot-Angriffe verhindern oder sich wenigstens Hacker einstellen würden. Ne? Also Microsoft zum Beispiel macht es ja richtig. Wenn die gehackt werden, die Hacker, die da Microsoft hacken, die werden in dem Sinne eigentlich nicht richtig bestraft. Die werden von Microsoft unter Vertrag genommen, weil genau diese Hacker den nächsten Hackangriff verhindern können. Ne? Weil sie so denken wie Hacker halt. Also Microsoft macht das ganz, ganz clever. Die stellen die Hacker ein. Die schaffen Microsoft zu hacken. Und ja, wie gesagt. Twitch sollte vielleicht mal in der Richtung denken. Mal Leute einzustellen, die auch dagegen vorgehen können. Ne? Die auch Ahnung haben von dem, was da passiert. Und Ahnung, wie sie dann halt vielleicht eventuell da gegenwirken können. Ich finde dich nicht. Okay. Findest du mich bei der Liste nicht oder findest du mich allgemein bei Twitch nicht? Also, jetzt irgendwie in der Suchdings. Also, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass ich von Folgen ausgeschlossen werde, weil ich halt hier als Bot erkannt werde. Und dann müsste ich irgendwo in einer Liste sein, die mich praktisch sperrt. Bei der Liste nicht. Okay, ja, dann weiß ich auch nicht, woran das liegt. Also das wäre jetzt noch die letzte Hoffnung gewesen, dass ich da vielleicht irgendwo auf der Liste bin. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann, ja. Mir fehlen langsam, also mir fehlen auch langsam die Ideen dafür, weißt du? Das ist halt das Problem. Und wie gesagt, mit dem, was MacDirk mir jetzt geschickt hat, da kann ich jetzt gerade beim während des Streams halt nichts anfangen, leider. Ich kann nicht so gut Englisch, dass ich mir das jetzt übersetzen kann. Und ich weiß auch nicht, ob da was steht, wie wir das verhindern oder wie wir das ändern können. Weiß ich halt nicht. Wie gesagt, ich kann das halt nicht so schnell übersetzen. Ich müsste das mit Google-Übersetzer machen. Weil so gut Englisch kann ich halt nicht. Tut mir leid.
Also mir bringt das halt nichts, wenn mir einer was auf Englisch schickt. Das kann ich dann halt höchstens nach dem Stream mir angucken. Während des Streams mache ich sowas auch generell nicht gerne. Wenn du mal was findest, dann sag mir Bescheid. Petro soll dir meine Handynummer geben. Alles klärchen. Ja, und wie ändere ich das, MacDirk? Dass ich mittlerweile als Bot erkannt werde, das ist mir klar. Das wurde mir ja gesagt. Aber wie ändere ich das? Wie kann ich das bei Twitch angeben, dass es nicht so ist, wie Twitch das wahrnimmt? Oder wie der Commander Wut das wahrnimmt? Wie kann ich das ändern? Ich brauche eine Lösung, wie ich das ändern kann. Ich brauche nicht die Information, dass ich als Bot erkannt werde, das weiß ich. Das wurde mir jetzt schon gesagt von Lycus. Der hat ja so ein bisschen Ahnung. Der hat ja auch so eine Tools. So, mir würde aber ein Lösungsvorschlag eher helfen, wie ich das ändern kann. Und ich glaube nicht, dass das auf der Liste steht, ne, die du mir geschickt hast, oder? Weil, wie gesagt, das ist ja alles auf Englisch und Englisch kann ich ja nicht so richtig. Er hat mich schon wieder gesehen. Er hat doch gar nicht geguckt. Ja, Twitch, genau. Twitch anschreiben. Ja. Die reagieren ja auch so toll. Die reagieren ja auch so toll. Ich kann zwar versuchen mit Twitch anschreiben, aber ja. Ich halte von Twitch nichts. Also vom Twitch-Support. Wenn du nicht gerade Partner bist und einen Ansprechpartner hast, ist der Twitch-Support scheiße. Ist so. Also, weil wie gesagt, ich habe zwar angeschrieben, als ich damals diese Follower-Emotes nicht hatte. Haben sie mir auch so ein Geplänkel geschickt. Oder wo ich mich, wo ich einen Entbannungsantrag dargestellt habe. Oder in Widerspruch gegangen bin. Da haben sie mir auch irgendein Geplänkel geschickt. Weißt du, statt auf das Problem einzugehen. Zum Beispiel hätte ja eine einfache Antwort gereicht, hier von wegen, ja, wir haben dich entbannt, weil wir festgestellt haben, dass du nicht gegen die Community-Richtlinie verstoßen haben. Nein, die haben mir so ein Geplänkel geschickt, von wegen, ja, wir wollen ja, dass die Community auf Twitch sicher ist, deswegen muss man sich halt eine Community-Richtlinie halten. Ich habe nichts verkehrt gemacht. Nochmal. Ne? Also, das ist halt das, was ich ja auch im Widerspruch reingeschrieben habe, dass ich nicht diejenige bin, die das Ganze losgetreten hat in dem Moment, sondern selber Opfer einer Bot-Attacke geworden bin. Ne? Dass ich also praktisch für das, was da passiert ist, gar nichts kann und dass ich das unfair finde, dass gerade ich dann jetzt deswegen gesperrt werde, statt die da einfach beikommen und ja, einfach mal ihre Sicherheitssachen erfüllen da, ne? Weil, wie gesagt, mir hilft ein Standardgeplänkel nicht als Antwort. Die sollen ihre scheiß Arbeit machen. Wofür die ja einen Haufen Geld kassieren, ne? Ach, schon wieder erwischt. Ich glaube, da kannst du auch den Weihnachtsmann anschreiben. Ja, genau. Da kann ich auch den Osterhasen anschreiben. Den Weihnachtsmann anschreiben. Den Nikolaus zum Kaffee einladen. Und solche Geschichten. Also. Deswegen, also, mir hängt das langsam aus dem Hals raus, weißt du? Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, als ständig diesen Support anzuschreiben. Weil, ganz ehrlich, lieber verbringe ich meine Zeit mit Spielen und Zocken oder mit meinen Hobbys, als ständig da mich hinterm PC hinzuklemmen und den scheiß Support anzuschreiben, der dann auch noch tagelang braucht, bis er überhaupt antwortet. Wie gesagt, Twitch raubt einem halt einfach den Spaß mit solcher Aktion, ne? Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit. Also man möchte einfach vernünftig streamen, weil man Spaß an das hat, was man macht mit dem Stream und so.
Und dann kommt Twitch mit so einer Scheiße um die Ecke und dann hast du automatisch keine Lust mehr, keinen Spaß mehr dran. Überlegst sogar teilweise aufzuhören. Also manche hören ja deswegen dann auch auf oder gehen auf andere Plattformen. So, obwohl man sich hier was aufgebaut hat, muss man dann diese Entscheidung teilweise treffen oder diese Entscheidung in Betracht ziehen, ne? Und das ist halt das, was mich halt, das, was ich halt meinte. Das verdirbt einem einfach die Lust am Streamen, wenn die Plattform einfach nicht funktioniert. So, und du kannst nichts dafür und bist trotzdem der Angearscht in dem Moment, weil die Plattform es einfach nicht geschissen bekommt. Schade, dass es so kommen musste halt, ne? Naja. Wie gesagt, ich gucke mir das Spielchen noch eine Weilchen an. Und wenn das jetzt so oft vorkommen sollte, ich werde den Twitch-Support heute noch anschreiben. Ich werde wahrscheinlich aber vor einer Woche keine Antwort bekommen. Also ich werde wahrscheinlich wieder mal eine Woche oder zwei Wochen warten dürfen, bis ich eine vernünftige und vielleicht gescheite Antwort bekomme. Aber wie gesagt, ich werde mir das Spielchen halt noch eine Weile angucken und wenn das jetzt mir bei anderen auch passiert und mir das dann so bunt wird, dann werde ich Konsequenzen ergreifen müssen. Dann ist es halt einfach so. Wieder erwischt war. Was mache ich denn falsch? Ich verstehe das langsam nicht mehr. Was ist denn? Guck mal, MacDuke, das ist genauso das Gleiche, ne? Du sagst Stealth. Ich muss Geduld haben. Ich warte, bis dann die Leute dann halt weggehen oder weggucken. Und trotzdem macht er das nicht. Also sorry, aber das ist mir dann schon wieder jetzt hier bei der Mission echt zu dumm. Ich weiß nicht, was ich da verkehrt mache. Das nervt gerade einfach extrem. Das macht mir einfach gerade auch echt keinen Spaß bei dem Spiel. Diese scheiß Stealth-Missionen, die kotzen mich so dermaßen an und fucken mich so ab. Ey, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich die Mission gleich abbreche und irgendwas anderes noch mache, damit wir überhaupt ein bisschen was schaffen. Weil so halten wir uns hier stundenlang an einer Mission auf, die einfach nicht hinhaut. Also das ist schon wieder so typisch für AC. Ich wollte eigentlich das Spiel heute durchkriegen. Und wollte hier aber nicht 10 Stunden reinsitzen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr tun. Müssen wir vielleicht auch erst die da oben killen? Siehst du, wieder gesehen. Jetzt gerade nicht, weil ich versuche die Bot-Anzeige zu löschen. Stattdessen habe ich gerade eine Follower gelöscht. Ja, ich glaube nicht, dass du da irgendwas löschen kannst. Das muss Twitch machen. Das ist zwar lieb gemein von dir, dass du da versuchst, mich da gerade als Bot zu entfernen, aber ich denke mal einfach, das muss Twitch machen. Das wird nicht in unserer Macht liegen, weil
Twitch einfach mal wieder alles so einstellt und macht, dass du als Streamer oder als Zuschauer einfach nicht gegenwirken kannst. Du bist einfach in dem Moment als Zuschauer oder als Streamer und so auch da gearscht, ist einfach so. Ne, die ganze Scheiße wird immer an den Leuten ausgelassen oder umgesetzt, die nichts dafür können, und die Bot-Angriffe werden weiter schön stattfinden, weil die sich denken, ha, wir können uns das ja weiter erlauben. So, ne, also, ja. Kannst du es gerne versuchen, kannst mir gerne Bescheid sagen, ob du es hingekriegt hast. Aber ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen können. Das muss Twitch machen. Und Twitch muss erstmal anfangen, richtig zu arbeiten. Ja, richtig den Support mal zu machen. Und nicht hier so halbherzig. Und vielleicht sollte Twitch nochmal im Thema Sicherheit nochmal Nachhilfe nehmen. Von anderen Firmen, Plattformen und so. Die da ein bisschen besser aufgestellt sind. Ja, siehst du, dann lass. Dann ich schreibe den Twitch Support an, aber ich glaube nicht, dass da eine vernünftige Antwort rauskommt. Und ja, dann lass einfach. Wie gesagt, ich gucke mir das Spielchen noch an. Eine Weile. Und wenn es mir dann zu blöd wird oder wenn es mir dann halt komplett zu bunt wird, dann ergreife ich meine Konsequenzen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dann werde ich das aber auch ankündigen vorher. Ne? So, wir hängen hier mal kurz eine Runde ab. Ich muss mal kurz Pipi machen gehen. Bin gleich wieder da. Ich schalte euch mal kurz auf Pause. Weiter von der Aufnahme. So, wir versuchen halt immer noch jetzt hier diese Mission zu machen. Ich hänge hier immer noch ab. Habe ich schon gemacht. Ja, habe ich gesehen. Naja, doppelt hält besser. Ist halt nicht so schlimm. Dann kriegt er halt ein doppeltes SO. Dafür, dass er eine Pause gewählt hat. Ja, toll. Auch wieder nicht geschafft. Ich hasse das, ne? Ich hasse diese Mission jetzt schon. Ist unnormal. Ist einfach unnormal, solche Missionen. Können sie einfach komplett entfernen aus dem Spiel. Braucht kein Mensch. Nee. Nein, nein. Also ich weiß schon, ich sehe das ja selber auf OBS, ne, wenn ich auf Pause geschaltet habe. Also ich glaube, das wird mir eigentlich nicht so passieren. Dass ich vergesse, umzuschalten.
noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter. Dieses Wochenende hat es in sich. Ich kam gestern nicht weiter. Du heute, Steffi. Naja, ich komme schon weiter. Ich weiß ja, was ich zu machen habe. Nur das Problem ist halt dieses Stealth, ne? Dieses Stealth-artige, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Das macht einfach keinen Spaß, ne? Also, das. Ich hasse Stealth generell. Ich bin ja kein Stealth-Mensch. Und wenn jetzt dann noch solche Missionen kommen, vor allem, was mich halt irritiert, ist halt einfach auch, dass auf eine Art solche Missionen einfach gemacht werden, indem du einfach hingehst und denjenigen ummetzelst. Ne, also die anderen Missionen bis jetzt, die wir so gemacht haben, die waren einfach so, du hast bis dahin gegangen, hast denjenigen umgemetzelt, hast dich mit den Soldaten ein bisschen gekloppt und bist dann wieder in die nächste Mission reingegangen. Hier musst du komplett unentdeckt bleiben, die Soldaten hier mit einem Attentat ausschalten, was dann nicht immer klappt. Ja. Also, das macht einfach keinen Spaß, hier komplett auf Stealth zu gehen, ne? Ich bin sowieso, wie gesagt, kein Stealth-Spieler. Was ist denn heute los? Ich dachte, das wäre ein Video, was mir angezeigt wird, ohne Ton. Seite neu geladen und nun stelle ich fest, dass du schon wieder da bist. Wie lange bist du schon wieder da? Hatte die ganze Zeit keinen Ton. Ich bin noch nicht allzu lange da. Also seit ein paar Minuten bin ich erst wieder da. So, dass wir einmal diese Mission verkackt haben. Und wir neu angefangen haben. Also hast noch nicht viel verpasst. Was ist mit ihm geschehen? Dann war ich ja übel mit Mama. Jetzt kommt er. Und wieder entdeckt. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich bei dem Spiel jetzt hier falsch mache gerade. Also, ich habe den Typen vom Steg gekillt. Ich habe die Typen von den anderen zwei Seiten gekillt. Ich habe den Typen, der nach oben läuft, gekillt. Und trotzdem sehen die anderen mich und trotzdem erwischen sie mich, obwohl sie mich gar nicht angucken in dem Moment. Was ist das für eine Logik schon wieder? Und schon wieder entdeckt. Oh, ich krieg die Krise bei der Mission langsam. Ey, ich krieg wirklich diese Krise dann, ne? Also langsam macht mir das halt einfach keinen Spaß, diese Mission hier. Ich weiß nicht, kann man die irgendwie abbrechen oder so? Dass man erstmal was anderes macht, damit man überhaupt vorwärts kommt hier? Ist ja nicht mehr normal. Nervt einfach nur noch. Ja, ich muss den einen Typ killen, der dort in der Kajüte ist. Aber an den komme ich ja nicht ran. Weil wenn ich da jetzt raufkletter, dann sehen die anderen mich und dann ist die Mission da durchgefallen. Also das heißt, ich muss erst die Wachen ausschalten. Weißt du? Bevor ich an den eigentlichen Typ, den ich killen soll, eigentlich rankomme.
sind. Wenn sie essen wollen. Mein Backofen ist, glaube ich, Schrott. Ich hoffe nur, dass die Sicherung raus ist. Okay. Wie hast du das denn hingekriegt? Deinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft.